Ein himmlisches Hallo, ich grüße euch hier, ihr lieben Zuschauer von Engel TV, zu Eine neue Erde, Teil 2. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der kann ihn sich immer noch anschauen, der bleibt ja bei YouTube drin. Ich werde den Link zu dem Video Teil 1 hier auch in den Beschreibungstext nehmen, für die Leute, die jetzt sagen, oh, wir haben jetzt unser Teil 2 gefunden und haben Teil 1 ja noch gar nicht gesehen. Ne? Das ist immer ganz schön, so könnt ihr euch Teil 1 auch anschauen, weil diese Serie wird weitergehen. Hallo Nadja, ich grüße dich. Schön, dass wir uns heute wieder hier treffen. Hallo lieber Udo, ich grüße dich auch und viele liebe Grüße auch an alle, die da draußen, die uns zuhören. Hallo, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Genau. Die Engel haben wie immer auch heute wieder tolle und viele Informationen für uns, um uns Ängste zu nehmen, um uns zu zeigen, was in der Welt so tatsächlich passiert, wie es jetzt hier weitergeht, wie es vorwärts geht, weil die Engel wissen darum, dass viele Menschen da draußen im Moment ganz viele Ängste in sich tragen, dass das Herz sehr belastet ist von den Ängsten, die auch gewollt im Übrigen geschürt werden. Wir hatten, glaube ich, im letzten Video hatte ich die Massenmedien schon mal ein Stück weit erwähnt, aber das ist heute nicht unser komplettes Thema. Heute geht es um die Erdteilung, was global im Großen und Ganzen hier passiert, was in unserer Natur geschieht und passiert. Zum Beispiel das Thema Klimawandel oder Klimakatastrophe, wie es gerne genannt wird, möchten wir heute mal ganz an den Anfang stellen. Spannend ist nämlich, was die Engel und Jesus Christus dazu sagen. Der Mensch maßt sich an, sagt Jesus Christus gerade, er glaubt tatsächlich, dass er die Macht hätte, das von Gott geschaffene Wetter zu beeinflussen. Wow, was eine Anmaßung, oder Nadja? Ja, und was für eine Ansage. Ja, wir haben diesen Einfluss nicht, das ist Fakt. Natürlich gibt es Umweltverschmutzungen und natürlich gibt es gewisse Faktoren, die auch vom Menschenhand zerstört worden sind. Aber das Ozonloch ist nicht so groß, wie es dargestellt wird, sagt Jesus. Es wird uns viel Angst gemacht in den Massenmedien vor Klimakatastrophen, vor Ozonlöchern, vor diesem und jenem. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Es gab immer wieder Klimaveränderungen auf unserem Planeten. Wir hatten Zeiten von großer Hitze, von übergroßer Hitze. Wir hatten Eiszeiten auf dem gesamten Planeten. Und jetzt haben wir gerade wieder eine Zeit der großen Wärme und der großen Hitze. Das ist, was die Engel auch sagen. Auch der Herbst wird dieses Jahr sehr mild. Im Übrigen, das nur mal am Rand sagen die Engel. Ne? Wir werden jetzt hier einen sehr milden Herbst bekommen. Ich bin kein Meteorologe, ich habe es nicht meteorologisch abgeglichen, das muss man dabei sagen. Aber trotzdem bekomme ich das gesagt. Was einfach damit zusammenhängt, dass diese ganze Welt sich verändert. Wir gehen alle in ein neues Bewusstsein, in ein neues Zeitalter, ins goldene Zeitalter und dann wird die Erde gereinigt und geläutet. Also brauchen wir Perioden mit großer Hitze, es werden auch große Regenfälle dazukommen, die wir so noch nicht kennen. Und es gibt einfach Veränderungen auf diesem Planeten, die notwendig sind, damit Mutter Erde komplett heilen kann. Denn wie gesagt, dennoch gibt es Verletzungen. Die sind da. Die sind zum Beispiel daraus entstanden, dass wir das Erdöl unermesslich genutzt haben, wobei auch da gibt es neue Erkenntnisse. Ja, zum Thema Erdöl haben wir ja auch neue Erkenntnisse gefunden. Genau, dass das Erdöl ja auch nachwächst, was natürlich uns aber nicht von der Verantwortung befreit, mit dem Erdöl sparsam umzugehen, beziehungsweise das einfach nicht mehr zu nutzen. Genau, beziehungsweise einfach ressourcentechnisch weniger zu nutzen. Ne? Das ist einfach wichtig. Ein Stück weit dürfen wir es natürlich nutzen. Es wächst, wie gesagt, nach. Bildet sich nach, nur nicht so schnell, wie wir es nutzen, das ist das Problem. Und deswegen sollten wir gucken, dass wir sehr sparsam damit umgehen, sehr wenig davon nutzen, aber nicht gar nicht nutzen. Das ist nicht notwendig für den ganzen Sachverhalt. Aber wie wäre es einfach mal zum Laden um die Ecke zu Fuß zu gehen, als Auto zu nehmen oder in den Freizeitpark am Wochenende die Fahrt mit der Bahn zu machen, anstatt das Auto zu nehmen, da können wir schon sparen. Ne? Aber das Auto soll ja deswegen nicht verteufelt werden. Aber wo wir dann können, können wir hier sparen, damit wir das nicht nutzen müssen in dieser Masse. Und da kann jeder im Einzelnen Großes mitwirken. Aber wir wollen es auch nicht überdramatisieren, dass das Erdöl so massiv knapp wäre, wie uns dargestellt. Das ist eine Lüge. Das ist einfach nicht wahr.
Und dementsprechend können wir uns auch hier beruhigen. Auch hier die Erdteile werden nicht untergehen und die Kontinente werden nicht plötzlich im Meer versinken, weil das Erdöl weg wäre. Na, Genau, das ist ja. genau. Und da können wir auch Erdbeben. Klar gibt es Erdbeben. Erdbeben hat es zu jeder Zeit gegeben. Ist aber auch nichts Neues. Das sind alles eigentlich keine neuen Phänomene. Sie werden uns nur neu dargestellt. Und jetzt kommen wir auch ganz spannend. Dass diese Phänomene die sind überhaupt nicht neu. Der Erdbeben hat mit auch mal einen Vulkan ausbricht. Ne, hat in den Jahrhunderten ja auch immer wieder gegeben. Ob es auf Hawaii war oder auch woanders mit verschiedenen Vulkanausbrüchen, die es immer wieder gegeben hat. Allerdings wird jetzt alles hochgepusht. Vor allen Dingen alles, was uns Angst machen soll, wird von den Massenmedien hochgepusht. Und das ist die Empfehlung der Engel, eine sehr, sehr einfache. Haltet euch von diesen Mainstream-Medien, von den Massenmedien fern und sucht euch alternative Medien, die vielleicht ein Stück weit der Wahrheit näher sind. Da könnt ihr noch ein Gefühl folgen und mal schauen, wo fühlt sich das wirklich gut an, wo fühle ich mich wirklich wohl, weil die Massenmedien werden euch nicht die Wahrheit sagen. Ja, das ist wahr. Wir können natürlich auf jeden Fall immer Mitgefühl und Liebe und ganz viele Engel zu den betroffenen Gebieten schicken. Das hilft sehr. Und das können wir also jederzeit auch tun. Richtig. Und dann werdet ihr vor allen Dingen auch die Information bekommen, wenn wir das tun, ist das Gebiet wirklich betroffen. Eben. Ne? Wir schicken die Engel hin. Denn ich fand eine ganz witzige Erkenntnis oder witzig und gleichzeitig erschreckende Erkenntnis, die man tatsächlich sagen muss, ist zum Beispiel, was man einfach sagen muss, die Massenmedien haben das getan. Ihr könnt euch da an verschiedenen Quellen auch informieren, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Es wurden Bilder für den gleichen Krieg, für zwei Kriege verwendet. Das ist ganz spannend, nämlich da haben Nadja und ich die Tage noch drüber gesprochen, genau über dieses Phänomen, dass wir sehen, Syrienkrieg, Irakkrieg. Und die gleichen Bilder liefen zweimal über den Bildschirm. Und die gleichen Bilder sollten einmal den Irakkrieg darstellen und einmal den Syrienkrieg darstellen. Ne? Und es ist an den Engeln ist es wichtig, dass diese Wahrheiten jetzt ans Licht kommen, dass ihr einfach wisst, ey, Moment, hier stimmt was nicht, hier kann was nicht stimmen. Und da haben wir doch den ganz klaren Beweis, dass der Syrienkrieg nämlich gar nicht so krass schlimm ist, wie er uns dargestellt Ja, wird. ist. Und wir sind schon sehr viel näher, das ist das, was die Engel sagen. Es ist sicherlich was im Gange gewesen, aber wir sind den Frieden schon so viel näher, als wir eigentlich glauben, weil es gemacht wird. Ja, es geht halt vor allem darum, uns Angst zu machen und dass wir unsere Eigenverantwortung abgeben an irgendjemand da oben, der uns hilft und uns immer kleiner und hilfloser und machtloser fühlen sollen. Aber das ist nicht wahr. Von dieser Energie müssen wir ganz klar Abstand nehmen und wir müssen wieder unsere eigene Kraft und unsere eigene Stärke finden und auch die nach außen leben. Und ich denke, Unbedingt. ein bisschen zu klein dazu. Unbedingt. Und jetzt kommen natürlich die Lichtarbeiter ins Spiel, weil unsere Aufgabe ist es, aufzuklären. Die Engel geben uns die Wahrheit an die Hand. Jesus Christus sagt uns, was wirklich geschieht, leitet uns in den Weg und wird uns im Rahmen dieser Videoreihe, die wir hier im Beruf in den zweiten Teil geben, wird uns und euch natürlich mit allen Informationen versorgen, die ihr braucht, um ins goldene Zeitalter aufzusteigen, um euer Bewusstsein zu schulen, zu schärfen, um genauer hinzugucken, was passiert in dieser Welt tatsächlich. Was passiert hier? Die Umwelt ist, immer mal sagt die Natur ist schmutzig, Erdteilung. Ja, Mülltrennung und so weiter, können wir alles tun. Sicherlich, ich will niemanden daran hindern, umweltbewusst zu leben, tue ich auch. Unbedingt. Ich trenne den Müll auch akribisch und bin da sehr bedacht darauf, dass wir Mutter Erde Gutes tun. Das sollten wir auch tun. Ne? Also ich möchte ganz klar sagen, wir wollen jetzt nicht in eine Richtung kommen, dass wir jetzt auf einmal Gegner des Umweltschutzes sind. Ne? Also das auf gar keinen Fall. Sondern du da draußen, der dieses Video siehst, sollst natürlich deinen Müll trennen und sollst natürlich auch etwas für die Erdteilung tun. Aber wie wir in Teil 1, das wir schon mal gesagt haben, das Wichtigste ist sowieso, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist und dass du im Frieden mit dir bist. Dann passiert das von alleine. Wenn du im Frieden mit dir bist, trennst du den Müll von alleine, dann musst du solche Dinge spielen, nein, von alleine tun, weil du mit dir eigenverantwortlich umgehen kannst und gut verantwortlich umgehen kannst.
kannst du dann auch die Verantwortung übernehmen, die du für Mutter Erde übernimmst. Ne? Und kannst auch erkennen, welche Heilungsaspekte du für Mutter Erde beitragen kannst. Und natürlich das Gebet. Ich finde, Nadja, das Gebet ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir mal wieder mehr auf den Punkt bringen sollten. Für die Menschen da draußen. Gebete sind so wichtig. Gebete haben in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr abgenommen bei den Menschen, finde ich. Ne? Die Menschen wenden sich nicht mehr an Gott, die Menschen wenden sich nicht mehr an die Engel oder an diese Energie, wobei das Gebet natürlich sowieso Gott alleine gilt. Also das müssen wir, möchte ich auch immer wieder betonen. Kein Engel wird angebetet, kein Heiliger wird angebetet, Maria wird nicht angebetet, es wird niemand angebetet außer Gott. Genau. Ja gut, viele Menschen sind natürlich auch davon abgeschreckt wegen des Bildes von einem strafenden Gott. Aber wir wissen ja, dass Gott Liebe ist und dass Gott im Endeffekt jede unserer Gebete hört und dass wir ganz viel verstärken und manifestieren können, indem wir konkret um Unterstützung bitten, indem wir konkret darum bitten, dass die Prozesse leicht und einfach gehen und dass die Engel dorthin gehen, wo sie dringend benötigt werden und dass einfach der Wandel leicht und schnell und einfacher geht. Genau, und da bin ich dafür, beten wir für euch und beten wir mit euch und ich bete für euch und ich bitte Gott darum, von ganzem Herzen eure Herzen zu öffnen für die Wahrheit, euch den Mut und die Kraft zu geben, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit zu erkennen und die Führung von Gott wieder zu erhalten, die Führung von Gott, die er euch schenken möchte, wieder zu sehen und deshalb die Wahrheit dieser Erde, des Planeten zu erkennen, die Liebe Gottes zu erkennen, seine Engel, die er euch geschenkt hat, zu erkennen und natürlich seinen Sohn Jesus Christus in eurem Herzen zuzulassen. Dafür bete ich, dass ihr diese Kraft nun bekommt. Amen. Ihr solltet diese Energien einfach nur spüren, einfach nur wirken lassen und zwischendurch beten. Ihr seht, ich meine keine vorformulierten Gebete, auch ein spannendes Thema, sondern ich bete es so, wie es mir gerade kommt, wie es mir gerade in den Sinn kommt und das solltet ihr auch tun. Verwendet keine vorgeschriebenen Gebete, verwendet keine vorformulierten Gebete. Die werden irgendwann auch nicht mehr gehört. Das hat Jesus im Übrigen ja auch schon gesagt, immer wieder eure Bibel gesagt, diese immer wieder wiederholten Gebete, die bringen überhaupt gar nichts, weil diese Gebete weder echt sind noch von Herzen kommen. Weil einfach irgendein Mensch mal geschrieben hat, eure Gebete, die hier aus dem Herzen ausgesprochen werden. Und auch wenn ihr diese immer wieder wiederholt, wenn sie eure eigenen sind, die haben wir, die haben Kraft. Genau, und das goldene Zeitalter wird nicht schlagartig 2032 da sein, sondern das goldene Zeitalter ist jetzt schon da und es darf sich immer mehr manifestieren und es darf sich immer mehr nach außen zeigen und es dürfen immer mehr die Veränderungen auch weitergehen und das darf alles auch leicht und einfach geschehen. Also nicht in einem Bewusstsein von Angst beten, sondern in einem Bewusstsein dafür beten, das goldene Zeitalter ist schon da und ich bin ein Teil davon, dieses goldene Zeitalter auch ins Außen, in das Sichtbare zu bringen. Genau. Ach, so, soll ich dir was erzählen? Nadja, heute, wir sollen uns ja auch sowieso nicht so an Daten fest halten. Heute, man sieht aber auch, dass in der spirituellen Welt so unterwegs ist und was so kursiert und was Menschen sehr, sehr stark verunsichert. Heute hat mir eine ganz liebe Seminarteilnehmerin eine E-Mail geschrieben, die beim letzten Seminar dabei war. Und das war ganz, ganz spannend. Wir diskutiert gerade in der spirituellen Welt die Idee, die Erde ist am 28.08. in die fünfte Dimension aufgestiegen. Ich musste schmunzeln. Das ist meine Reaktion gerade. Wäre das der Fall, würden wir das alle merken. Das möchte ich an der Stelle mal gerade klarstellen. Dann wäre die Dualität von Licht und Schatten bereits beseitigt und wir wären aus dem ganzen Desaster, nennen wir das mal, schon raus. Dann wäre das Thema schon längst beseitigt. Nein, die Welt ist noch nicht in die fünfte Dimension aufgestiegen und wird es auch vor 2032 nicht tun. Müssen wir auch klar machen, sie steigt Stück für Stück, aber wir sind momentan in der vierten Dimension, wir sind noch nicht in der fünften Dimension. Genau. Ne? Ja, es ist schon erschreckend, welche Theorien da manchmal aufgestellt wird, um da auch irgendwie Angst zu schüren, dass man noch nicht so weit wäre und irgendwie was verpasst hätte oder wie auch immer. Aber es geht auch wirklich darum, mit diesem Bewusstsein zu gehen,
dass wir jetzt schon das goldene Zeitalter haben, dass wir das einfach nur manifestieren dürfen und dass auf dem Weg dorthin Gott und die Engel uns helfen, dass wir die Umstände bekommen, die dann auch im goldenen Zeitalter Bestand haben werden. Weil wir müssen ja nichts tun, was Regierungen betrifft, was die Politik betrifft. Das sagen die Engel ja auch ganz klar. Das wird schon erledigt, da müssen wir nichts tun, sondern wir müssen uns um unsere eigene Entwicklung kümmern. Ja, ja, natürlich. Und dadurch entstehen immer wieder solche Desaster. Das goldene Zeitalter wurde eingeläutet mit dem 21.12.2012. Da wurde es eingeläutet, da hat es begonnen. Das heißt, genau, wir sind mittendrin und es ist abgeschlossen 2032. Das ist der große Punkt. Deswegen, die Erwartungshaltung war ja auch sehr hoch auf den 21.12.2012. Und ich muss sagen, es ist viel mehr passiert, als ich erwartet hätte. Aber auf der inneren Ebene. Und das ist das, was viele Menschen erstmal irritiert hat in dem Moment, weil natürlich die Erwartungshaltung vieler sogenannter spiritueller Lehrer und Gurus, die haben eine Erwartungshaltung geschürt, die einfach nicht gehalten werden konnte. Und es war auch klar, die einen haben geschürt, boah, alles wird anders, alles ist perfekt, ab dem 21.12.2012 schlagartig, die anderen sind geht unter, das gab es ja auch ganz stark in diesen Thematiken. Und beide Richtungen waren sehr stark vertreten. Aber die Richtung, die ich vertreten habe, nämlich das, was die Engel gesagt haben, das hat, war sehr wenig. War eine Richtung, die schon von Anfang an sehr klar war. Es wird viel passieren, kosmische Portale öffnen sich, die haben sich geöffnet, gewaltige Portale haben sich geöffnet, öffnen sich auch immer wieder und sehr, sehr stark. Es strömen so starke göttliche Energien seit diesem Datum ein, wie es das noch nie gegeben hat auf dieser Welt. Und deswegen sind die Chancen zum Wachstum unglaublich groß. Und das gilt es zu erkennen. Und die sind für jeden gleich. Ihr könnt auch nichts verpassen. Das ist auch immer wichtig. Ich gehe jetzt mal ganz raus hier aus dem Ängsteschirm. Ihr könnt nämlich nichts verpassen. Den Aufstieg werdet ihr mitbekommen und ihr werdet nichts verpassen. Wenn ihr euch öffnet oder euer Herzen öffnet und eurem Herzen voller Liebe seid, dann seid ihr auch mit dabei. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Ihr müsst euch nicht auf den Kopf stellen, ihr müsst euch nicht verbiegen, ihr dürft ihr selber sein. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr mal zu einem Seminar. Wenn ihr Lust habt, dann macht ihr was, dann arbeitet ihr mit euren Kanälen. Wenn ihr keine Lust habt und sagt, ey, ich will einfach Mensch sein, ich will einfach leben, dann lebt ihr eben einfach. Beides ist Bestes und beides ist perfekt. Ihr seid eh perfekt. Gott hat mich perfekt geschaffen. Und diese Perfektion gilt es wieder zu erkennen, dass ihr das sowieso erstmal seid. Lasst euch nicht irritieren von irgendwelchen spirituellen oder pseudospirituellen Menschen. Ich nenne sie wirklich pseudospirituell, weil das hat weder mit Gott zu tun, noch hat es mit den Engeln zu tun, wenn solche Theorien geschürt werden, die den Menschen Angst machen. Genau. Das ist wieder die reine Angstmacherei. Und wie gesagt, wichtig sind wir, wichtig ist unser Bewusstsein und dass wir in einer großartigen Zeit leben, das merkt man ja, wir können ja viel mehr manifestieren. Probleme lösen sich, sogenannte Probleme lösen sich viel schneller auf. Also das ist eine großartige Zeit und die gilt es einfach zu nutzen und zu genießen mit allen Sinnen. Absolut zu genießen, genau, genießen ist das Zauberwort, inneres Kind leben. Ne? Lebt euer inneres Kind, wenn ihr Lust habt zu spielen, wenn ihr Lust habt, Spaß zu haben in eurem Leben, dann macht's doch einfach. Meine Güte, lasst euch nicht von irgendwelchen Menschen abhalten, euer Leben zu leben oder Spaß in eurem Leben zu haben. Das ist ganz wichtig. Nur weil diese Zeit ist ernst genug und das muss man auch sagen und so, die Zeit, in der wir leben, ist sehr ernst und es aber mehr ernst, nicht, gar nicht mal mehr ernst, so ernst, weil so viel passiert, sondern so ernst, weil uns erzählt wird, dass so viel passiert und dass so viel Negatives passiert. Und das ist die Ernsthaftigkeit dahinter. Und die Ernsthaftigkeit, in diesem Ernst sagen euch die Engel und sagt euch Jesus an dieser Stelle, hey, lasst doch mal diesen Ernst einfach hinter. Seid unschuldig wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich, hat Jesus uns erklärt, hat Jesus uns gesagt. Und genau diese Unschuld zu leben, bedeutet denn, was bedeutet der Satz? Also ich frage mal dich, Nadja, was bedeutet dieser Satz für dich? Vor allem bedeutet es wieder Vertrauen in Gott und in sich selber zu haben. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil Kinder vertrauen einfach. Genau, dann passiert auch die Manifestierung von ganz alleine. Wenn ein Kind sich ein Fahrrad zu Weihnachten wünscht, dann braucht es den Eltern auch nicht mal erzählen, das liegt garantiert unter dem Weihnachtsbaum. Genau. Warum? Weil das Kind einfach vertraut. Ich habe beim Weihnachtsmann das Fahrrad bestellt,
Und der Weihnachtsmann, der bringt mir dann das Fahrrad oder das Christkind oder welche Tradition auch immer dahinter steckt. Und wir sehen ja, wir müssen auch dieser höheren Macht gar keinen besonderen Namen geben. Wir können sie Gott nennen, ich nenne Gott Gott, weil ich habe mit dem Wort Gott überhaupt kein Problem. Ihr könnt die Macht Universum nennen, ihr könnt diese Macht auch tatsächlich Weihnachtsmann nennen, sage ich mal ganz klar. Es ist die gleiche Macht, die euren Wunsch in dem Moment erfüllt. Und das Kind nennt diese Macht dann in dem Moment Weihnachtsmann. Wir wissen ja, es gibt keinen Weihnachtsmann, aber es gibt eine höhere Macht, die bereit ist, diesen Wunsch zu erfüllen. Und diese Macht suggeriert jetzt den Eltern, ey, ein Kind wünscht sich ein Fahrrad. Und wenn die Eltern gut zuhören, was meistens gut funktioniert, dann hat das Kind das Fahrrad unter den Weihnachtsbaum, ohne es auch nur einmal bei den Eltern erwähnt zu haben. Funktioniert von ganz alleine. Und wenn wir in diese Kindlichkeit auch wieder kommen, funktioniert auch das Manifestieren bei uns. So kommen, ist immer spannend, wie wir in den Schwingern kommen, aber bei der Heilung der Erde sind wir manifestieren. Aber es hängt eben alles miteinander zusammen, es lässt sich alles nicht voneinander trennen. Denn wenn wir unser Glück manifestieren, manifestieren wir auch ein Stück weit Heilung der Welt. Genau, weil dieses Glück geht in Wellen über die Erde drüber. Auch die Engel und die ganzen Geistwesen unterstützen uns, wenn wir uns freuen, die spielen und singen und tanzen mit uns. Und auch das hilft der Erde wieder und lässt die Erde heilen und das ist wunderbar. Genau, und sie beten mit uns. Das ist ja auch das Schöne. Die Engel wollen mit uns beten. Weil viele Menschen haben in der Engel oder in der Engellehre einiges falsch verstanden. Sie glauben, da sind die Engel und sie erschaffen was für uns. Nein. Tun sie nicht. Die Engel sind genauso wie auch aufgestiegene Meister Fürbitter. Das sage ich immer. Ne? Sie beten mit uns und sie richten unsere Gebete an Gott weiter. Und Gott ist derjenige, der erschafft für uns. Und wir erschaffen mit unserer Schöpferkraft gemeinsam mit Gott. Nicht die Engel erschaffen für uns, sondern die Engel beten für uns. Ne? Weil viele Menschen fragen dann, wieso erschaffen die Engel keinen Frieden? Nein, nicht die Engel erschaffen keinen Frieden, sondern der Mensch hat den richtigen Frieden noch nicht erschaffen. Aber sie beten bei Gott, dass Gott etwas tut und dass Gott handelt. Und dass Gott handelt, das können wir jeden Tag sehen. Und diese positive Macht gilt es einfach zu verstärken. Genau. Genau, deswegen, ihr seht, wir haben überhaupt kein Problem, über Gott zu sprechen. Und das war ja viele Jahre ein Tabuthema. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass es immer mehr thematisiert wird. Ich bin heute Nachmittag im Einkaufen gewesen, zurück nach Hause gelaufen vom Weg zum Einkaufen und hörte, wie sich zwei Jugendliche über den Jünger Jesus unterhielten. Das habe ich im Hintergrund so zufällig ein Gespräch mitgehört. Also ich habe mich jetzt dann so ein Gespräch gehalten und wusste nur, es geht um den Jünger Jesus. Und das ist, mein Gott, toll. Ich fand es einfach toll, dass grundsätzlich das Thema überall auf der Welt stärker wird und auch bei uns in Deutschland wieder stärker wird und auch unter jungen Menschen wieder stärker wird und es darum geht. Dafür müsst ihr nicht in eine Kirche gehen, dafür müsst ihr nicht irgendetwas glauben, was euch vorgegeben wird. Zu glauben. Zumal wir ja festgestellt haben, die Bibel, wie wir sie kennen, ist sowieso nicht richtig und da ist sowieso nicht so viel falsch drin. Hier, schaut hier hinein und hier werdet ihr die Antworten finden. Hier spricht Gott mit euch, hier kommuniziert Gott mit euch, genau auf der Herzebene. Und ihr werdet merken, dass da nur Liebe ist, dass da nichts anderes ist als reine und zwar bedingungslose Liebe. Und mit bedingungslos meine ich wirklich bedingungslos. Genau, Gott ist kein Mensch, Gott kann einfach nur bedingungslos sein. Genau, egal was du tust und was du machst, was natürlich nicht heißen soll, dass du nicht den richtigen Weg gehen sollst, bitte sehr. Denn wir alle haben ja ein Ziel auf dieser Welt und das zugehört und das ist auch ein Stück weit Heilung für uns alle und für die Welt und für den Frieden mit sich bringen, wenn wir das nämlich schaffen, unser Ziel zu erreichen. Das gemeinsame Ziel, was wir im Kollektiv haben, ist unser Ego zu überwinden. Das Ego ist im Übrigen nie von Gott erschaffen worden, sondern das haben die Menschen sich selbst erschaffen. Spannend, ne? Das zu sehen, nicht Gott hat uns den Schatten gebracht, sondern es waren wir ganz allein. Ja, wir haben ja Trennung von Gott gespielt und uns deshalb das Ego erschaffen, wie sie auch so schön in einem Kurs im Wundern steht. Und dann haben wir uns seitdem mit dem Ego so zusammen rumgeschlagen.
Genau, und dann haben wir uns damit rumgeschlagen und haben gedacht, naja, jetzt müssen wir, und das Ego will natürlich nicht weichen, das ist natürlich toll, das Ego wehrt sich natürlich darum, ganz arg darin von uns zu weichen. Das Ego ernährt sich vor allen Dingen von den Ängsten, die geschürt werden, das ist klar. Weil, ne, wenn Angst ist zum Beispiel vor Mangel oder Ähnlichem, oder Angst ist, dass der Klimawandel uns alle umbringt, ich sage es mal ganz krass, ich bringe es mal auf den Punkt, bevor die Menschen hier Angst haben, dass hier eine Wüste entsteht, wir nichts mehr zu essen haben, etc., dann sagt unser Ego, ja super, da reagiere ich voll drauf, da gehe ich mal total gerade drauf ab, denn das ist ja genial, da kann ich mich wunderbar von ernähren. Nein, sollten wir gar nicht tun, geben nicht in die Angst, sondern in die Dankbarkeit für das, was da ist. Für uns alle genug zu essen und zu trinken. Ja, das ist, wir können uns gut ernähren, das ist für die ganze Welt eigentlich genug da. Und das gehört auch zum Beispiel zum Thema der Weltteilung. Hört auf, und da werde ich jetzt mal ganz vehement, Tiere zu essen. Hört auf damit. Ja, das ist wahr. Jesus war Vegetarier und Jesus hat gesagt, für uns ist das grüne Kraut und nicht die Tiere. Und das alles andere ist nur menschengemacht und uns gibt niemand das Recht, etwas Lebendiges zu essen. Niemand. Du sollst nicht töten, steht in den 10 Geboten. Du sollst nicht töten, gilt für Tiere und Mensch. Haben wir auch im letzten Video schon mal erwähnt. Aber ich bin der Meinung, das ist ein Thema, können wir gar nicht oft genug erwähnen. Denn jede der Tiere ist, trägt auch dazu bei, und das müssen wir uns vor Augen führen, trägt dazu bei, dass auf der Welt Armut ist. Komisch, oder? Zum einen trägt er dazu bei, dass die Tiere viel Leid erleben und dass es auch nicht besser wird. Man ist also für das Leid der Tiere verantwortlich. Und zum anderen trägt man ja auch dazu bei, dass wir Hunger auf der Erde haben, weil die Lebensmittel, das Getreide, was ja vor allem in der dritten Welt angebaut wird, wie wir letztes Mal schon sagten, wird ja nicht für diese Menschen genutzt, sondern es wird genutzt, um es den Tieren zu geben, damit wir sie dann wieder essen können. Also total pervers. Genau, damit erschaffen wir eine Überbevölkerung an Tieren. Die wird ja geschaffen, weil die Tiere ja total überzüchtet sind. Und es hat ja mit der Natur nichts mehr zu tun. Es wird ja gezüchtet bis zum geht nicht mehr. Die Tiere werden überzüchtet. Und es hat mit der Natur, wie sie Gott geschaffen hat, nichts mehr zu tun. Damit schaffen wir wieder ein Ungleichgewicht und einen Defekt, der auch noch oben drauf kommt. Und damit zerstören wir Teile unserer Welt. Das dürfen wir nicht vergessen, denn für die Tiere muss ja genug Nahrung da sein und die dann wird wieder zerstört und diese Tiere werden wieder getötet und geschlachtet. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, ich töte ja kein Tier, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mein dickes Steak oder mein Schnitzel oder ähnliches. Aber der Grundsatz, der im Gesetz gilt, der gilt auch hier, der Hehler ist wie der Stehler, oder? Genau, also wir nehmen ja auch die ganzen Angstenergien und Todesängste des Tieres nehmen wir auf, indem wir dann dieses tote Stück Fleisch da kaufen und das nützt unsere Entwicklung überhaupt nicht. Genau. Und es ist auch hier nie zu spät. Auch das wollen wir betonen. Es ist nicht schlimm, wenn du bisher Fleisch gegessen hast. Alles ist in Ordnung. Gottes Liebe ist bedingungslos. Er liebt dich genauso, wie du bist. Aber natürlich ist es nicht gut, das zu tun. Und wie gesagt, es ist für dein Karma auch nicht gut, was du dir damit drauf hast. Immer überlegen. Menschen sprechen immer vom Karma, wenn man anderen Menschen was antut. Aber es wird immer vergessen, welches Karma man sich auflöst, wenn man das auch anderen Tieren antut, etc. Kannst du aber ganz leicht lösen, indem du dir selbst vergibst, das ist Schritt 1, dass du das überhaupt getan hast und umkehrst. Natürlich umkehren, ganz einfach umkehren. Damit lösen wir auch dieses Karma ganz leicht auf. Du musst es nicht weiterhin mit dir herumschleppen. Der Weg, das Karma aufzulösen, ist immer die Umkehr. Das könnte man natürlich sagen, wie manche spirituelle Berater versprechen ja auch wunderbar, dass es geht. Ja, komm, ruf mich an, ich löse dein Karma auf. Ja, sicherlich, ich kann dir eine Karma-Auflösung machen und ich kann die karmischen Aspekte aus vielen früheren Leben auflösen. Aber das erspart dir nicht die Umkehr. Das müssen wir immer ganz klar sagen. Das ist das, was Jesus getan hat. Wenn er Karma gelöst hat, waren seine Worte, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Das war die Karma-Auflösung im Prinzip, die hier geschehen ist. Und nun geh weiter und sündige nicht mehr. Das heißt, mache das Gleiche nicht weiter. Wobei ich hier den Begriff Sünde nochmal richtigerweise erläutern möchte. Sünde heißt immer gegen dich selbst negativ handeln. Der Sündenbegriff, ich kriege nicht den Sündenbegriff der Kirchen. Es hat damit nichts zu tun, sondern es ist der Begriff, dass man gegen sich selber in dem Moment handelt. Und in dem Moment, wo ich Fleisch esse und Nina hat ja gerade so schön gesagt hat, die Angstenergie in mir aufnehme, die negative Energie, die Todesenergie ja sogar in mir aufnehme in dem Moment.
Weil ich esse ja etwas Totes. Ich kann mir vorstellen, ist ja im Prinzip eine Perversion. Nur die Engel würde schon sagen, warum musst du tun, dass du nur Lebendiges brauchst, um zu leben. Rohkost, frisches Gemüse, frisches Obst, alles das ist für uns da. Und wir nehmen die Lebensenergie, wir nehmen die Sonne in uns auf und es geht uns vor allen Dingen um einiges besser, wenn wir einfach die lebendige Nahrung zu uns nehmen. Genau, natürlich brauchen eure Tiere, die Hunde, Katzen, noch Fleisch. Aber ich sage noch Fleisch, weil es ist ganz spannend, in der Offenbarung steht ja, dass der Löwe und der Schaf nebeneinander liegen werden und Gras fressen werden. Das heißt, auch die Tiere werden sich nicht mehr gegenseitig zerfleischen, wenn das goldene Zeitalter da ist und das tausendjährige Friedensreich. Selbst die werden vegetarisch. Das ist doch genial, oder? Genau, natürlich, absolut. Auch die Körper der Tiere werden immer kristalliner, werden sich verändern in den nächsten Jahren. Aber momentan ist es natürlich noch so, dass euer Hund und eure Katze, die ihr zu Hause habt, ihr Fleisch braucht. Vollkommen in Ordnung und das ist einfach eine andere Ebene, aber ihr als Menschen braucht es nicht. Ne? Aber das ist auch die Natur, die sich ja auch gegenseitig reguliert, die zum Beispiel dafür sorgt, dass wir keine Überbevölkerung haben. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn es jemand von den Jägern sehen würde, das Video würde, der große Aufschrei, oh, wir müssen doch jagen, weil die Rehe zerstören uns die Bäume. Was ein Quatsch, Entschuldigung, völliger Quatsch. Die Rehe werden von Natur aus doch nicht ihren Lebensraum zerstören, wir sind doch nicht bescheuert. Eben. Na, also das ist ihr Lebensraum. Das kommt aber nicht zu den Menschen. Also da werden Ängste geschürt, das ist unfassbar, was den Menschen da verkauft wird. Genau, es wird den Menschen verkauft, damit dieser Mensch seinen Spaß folgen kann und zu sagen, ich gehe meinem Hobby der Jagd nach, was ein perverses Hobby ist. Dann geht mit einem Gewehr los und tötet ein Lebewesen. Ja, dann wird es einem doch ganz anders in dem Moment, wenn man alleine in die Vorstellung geht. Eine gute Freundin erzählte mir dazu diese Story. Ich glaube, das habe ich ja letztens mal erzählt mit dem Reh, ne? Teil 1. Nee. Ne, habe ich nicht erzählt? Ah, okay. Sie hatte in ihrem Garten ein hinkendes Reh. Eine Rehmutter, die hat gehinkt mit ihrem Kitz. Und sie hat die Kuhkämmerin nach der Hilfe für dieses Reh bekam und gefragt und so rumgefahren. Und irgendwann kam eine Jägerin bei ihr vorbei und sie sagte der Jägerin das ganze Jahr, sie würde nach dem Reh Ausschau halten. Und dann sagt sie, was würde mit dem Reh passieren, wenn sie jetzt sehen, dem Reh wird es von alleine nicht besser gehen. Und er schießt sich das Reh und das Kitz gleich mit. Das ist die Aussage. Und dann sagt er die Freundin eben noch, kann man keinen Tierarzt holen oder weil man da was tut? Nein, das bringt doch nichts, ist doch ein Wildtier. Die Aussage. Schrecklich. Ganz grausam, da wird die Mutter und das Kind getötet, weil die Mutter hinkt. Dabei könnte man das Bein vielleicht bandagieren, schienen oder wie auch immer, wenn der Knochen wieder zusammenwächst, wird ein Tierarzt tun. Und das hat, wie gesagt, meine sehr gute Freundin dann auch getan, solange er dann mit dem Reh geholfen wurde. Dem wurde dann auch letztlich geholfen. Es lebt noch, Gott sei Dank. Aber wie schrecklich erstmal dieser Gedanke, naja, wenn das Reh hinkt, dann muss ich halt das Reh und auch das kleine Kitz töten. Wer von euch Bambi gesehen hat und dabei geweint hat, der wird wissen, was ich meine. Also die Menschen erheben sich über die Tiere, das ist unglaublich. Genau. Und das ist der Punkt. Der Mensch meint, er wäre einfach in der Wertigkeit höher. Und es ist einfach nicht richtig. Jedes Wesen, jedes Leben, was Gott geschaffen hat, ist gleich viel wert. Und das wollen wir doch mal betonen. Wir sind nicht weniger wert, aber auch nicht mehr wert. Und das ist der große Punkt. Wir sollten als Lebewesen mit allen Leben auf Augenhöhe stehen und uns mit Respekt, Liebe, Würde und Anstand begegnen. Und auch das trägt dann wieder zur Erteilung bei. Und das Reich des Friedens bringt. Unbedingt. Und so kommen wir dem Friedensreich auch immer näher und nähern uns diesem dann tatsächlich an. So dass wir, wie gesagt, dann in eine neue Erde gehen und gemeinsam in eine neue Erde gehen. Und du kannst viele Übungen, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen noch ganz viel euch erzählen da draußen. Du kannst dich informieren über mein Buch Auf dem Weg ins goldene Zeitalter. Da sind auch viele tolle Übungen drin, die du machen kannst, um deinen Aufstieg voranzutreiben. Von Erzengel Metatron übergeben das Werk, wo du noch mehr lesen kannst und schon ganz viel erfahren kannst, was
was kommt in den nächsten Jahren so auf uns zu. Wichtig ist, alles, was wir in den Videos sagen, sind immer unsere Wahrheiten, gepaart mit den Engeln, von den Engeln empfangen. Wir wollen dir nichts aufdrängen, wir werden keine Dogmen vertreten. Oder ähnliches ist ein Appell, auch mit dem Vegetarismus, also vegetarisch oder vegan leben soll, das ist immer ein Appell. Wir sind nicht militant in der Hinsicht, auch wenn es vielleicht an gewissen Stellen so rüberkommt. Wir akzeptieren natürlich auch, wenn du noch Fleisch isst. Es ist für mich nicht vorstellbar, es geht in meinen Kopf nicht ganz rein, aber es ist in Ordnung, ne? Es ist einfach wichtig, dass du das verstehst. Aber die Notwendigkeit ist nicht gegeben. Und das ist wichtig, dass du über unsere Videos verstehst, wohin es in der Welt gehen soll und was du dazu beitragen kannst. Und wenn es so etwas Einfaches ist, wie kein Fleisch zu essen, ist eine Kleinigkeit. Es gibt so viele leckere und tolle Sachen da draußen, die Fleisch zu essen. Genau, das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Udo. Da kann ich einfach nichts mehr hinzufügen. Zum Abschluss nochmal, ich werde meine Seminare verlinken, wenn du sagen möchtest, du möchtest deine spirituellen Kanäle öffnen. Gerade wenn es um neue Erde geht, sind wir Ende des Jahres in Düsseldorf. Einfach mal reinschauen, die Energie der neuen Zeit miterleben und nächstes Jahr die Energie von Atlantis in Berlin. Genau, wir freuen uns auf euch. Genau, eine wunderschöne Woche für euch. Gott segne und beschütze euch. Er lasse seine Engel leuchten über euch und sie mögen euren Weg begleiten und Liebe säumen. Alles, alles Liebe. Tschüss.